Hallo zusammen. Ich bin's mal wieder. Ich habe mich gerade auf den PTR begeben und wollte euch mal neben dem Affliction Warlock mal eine andere Klasse zeigen, nämlich die, die ich im Moment neben Affliction Warlock am liebsten spiele. Auch wenn nur im LFR und ja, nur für Transmog Runs und so weiter und ich vorher eigentlich die Klasse so noch nie gespielt habe. Und zwar ist es der Shadow Priest und ehrlich gesagt habe ich den Level 100 Push für Legion nur deswegen benutzt, um einfach mal einen Priester auf Level 100 zu haben und vielleicht ja, diese Klasse irgendwie Legion ganz interessant finden zu können. Ich hatte einfach keine Lust, irgendwie groß jetzt leveln zu müssen, von daher habe ich einfach diesen Push benutzt und ja. So, jetzt wollte ich euch aber mal zeigen, was sich denn jetzt groß getan hat. Also wichtig ist, ich bin überhaupt kein Experte auf dem Gebiet. Ich habe bis jetzt zwei Skillungen nur gespielt. Das eine ist in dem Sinne diese, ja, eigentliche High-End-Skillung, wo man eigentlich nur mit Mindspike spielt und ja, was eigentlich erst wirklich in einem richtig guten Item-Level-Niveau funktioniert. Ja, das war ein bisschen selten dämlich, aber ja, ich dachte irgendwie so, für Singletal ist es ganz okay. Hab dann gemerkt, okay, mit dem Gear macht das überhaupt keinen Sinn und bin dann zu einer ganz normalen, ja, soll man sagen, zum ganz normalen Bild übergegangen und der ist nichts anderes als, ja, man setzt halt Shadow Ward Pain und man setzt Vampiric Touch und dann nutzt man halt als Filler Mindflay. Und wenn man halt drei Orbs hat, nutzt man dann die Seuche. Und daraus wird ja Insanity. Und ja, das ist so der normale Ablauf. Und ja, und Mind Blast halt dazwischen immer dann, wenn halt der Cooldown frei ist. So, jetzt hat sich allerdings Shadow Priest stark verändert. Ich habe bis jetzt nur so, ja, immer nur so vom Hörensagen es mitbekommen. Ich wollte einfach mal jetzt gucken, zumindest was die Talente angeht und vielleicht auch so ein bisschen die Spielweise, wie es sich denn letztlich wirklich so anfühlt und vor allem, was ändert sich an Talenten. Ich weiß nicht mehr genau, was es vorher für Talente waren, von daher bitte ich das ein bisschen zu entschuldigen, aber ich versuche trotzdem zumindest die neuen Talente oder die abgeänderten Talente so ein bisschen zu erläutern, so wie ich sie verstehe. Gut, fangen wir mal an mit dem 15er Talentbaum. Also gut, was man vielleicht noch sagen sollte, das habe ich glaube ich in einem Affliction-Video gar nicht gesagt. Es ist relativ interessant, denn bis jetzt hatte man ja immer ein Dual-Spec, das heißt, man konnte entweder, sagen wir mal, Shadow oder Disziplin skillen. So. Aber um halt Holy spielen zu können, müsste man jetzt erst wieder zum Händler. Also zum Lehrer, besser gesagt. Jetzt mit Legion wird es allerdings ein Triple Spec geben. Das heißt, man kann, wenn man sich gerade in einem beruhigten Umfeld befindet, also vor allem irgendwie in der Stadt oder halt im Gasthaus oder wo auch immer, also da, wo halt Rested XP vorhanden ist. Ich denke mal, es ist, wird so laufen. Vielleicht ist es auch wirklich nur, wenn man irgendwie ein Gasthaus oder so hat. Also weiß nicht, ob Garrison hier zählen würde. Das können wir mal austesten. Auf jeden Fall ist es so, wenn man halt in einem beruhigten Gebiet sich befindet, kann man halt die Talente wechseln, wie man möchte, beziehungsweise die Spezialisierung. Von daher müsste ich jetzt eigentlich hier auf Disziplin switchen können. Er sagt jetzt, ja, möchtest du das? Ja, möchte ich. Okay, also funktioniert sehr gut, wie man hier erkennen kann. Gut. So, jetzt möchte ich aber wieder zurück zu Shadow. Von daher gehen wir zurück. Also ganz einfach gesagt, das Schöne ist, man kann halt alle drei Specs spielen. Was sich so relativ easy going anhört, wird allerdings dann ein bisschen das Problem in Legion darstellen, denn ja, für jeden Spec wird man ja auch eine bestimmte Artifact Weapon gebrauchen oder benötigen. Das bedeutet also, dass man nicht einfach so die Specs hin und her wechseln kann. Also man muss halt auch darüber nachdenken, ob man halt auf der Artifact Weapon eben genug Talente und so weiter freigeschaltet hat, beziehungsweise ob man überhaupt weiß, wie genau sich das dann spielt. Gut, im Hinblick auf Legion, ich denke mal, der Charakter könnte gut ein Twink werden und mein Warlock dann als Main Character.
Könnte ich mir halt gut vorstellen, dass ich den eben als Shadow spiele und wenn irgendwas sein sollte oder vielleicht auch in einem Dungeon oder so, je nachdem, wie es sich letztlich spielt, vielleicht dann Disziplin. Aber ja, so, wir gucken jetzt also, wie angekündigt, mal die Shadow Priest Talente an, also vom Schattenpriester. Gut, das war also dazu so. Wir sind jetzt hier im 15er Talentbaum und man hat jetzt hier Twist of Fate, After Damaging and Damaging a target below 35% health, you deal 20% increased damage and 20% increased healing for 10 seconds. Ja, das ist auf jeden Fall sehr nett. Gerade ähnlich wie ich es ja zum Warlock gesagt habe, möchte ich mich jetzt vor allem auf den eigentlichen Levelprozess in Legion konzentrieren. Dungeons oder Raids und so erstmal, ja, jetzt erstmal nicht mit eingeschlossen. Also klar, man kann natürlich auch wechseln, wenn man auch beim Leveln meint, okay, das ist jetzt ein Elite-Mob, der ist einfach zu stark, von daher ich brauche mehr Damage. Ich komme mit meiner, sag ich mal, Brain-AFK-Skillung gerade nicht hin, oder mit der Talentauswahl, dann kann man gerne wechseln, aber ja, im Großen und Ganzen reicht es eigentlich aus, eine bestimmte Talentspezialisierung sich in dem Sinne auszusuchen und ich denke mal, damit kann man dann eben auch sehr gut leveln. Gut, kommen wir jetzt also mal zu den Talenten an sich. Also wie der Twist of Fate ist halt 20% mehr Schaden und 20% mehr Heilung, wenn man halt ein Ziel unter 35% Leben getötet hat. Was schon ziemlich gut ist, denn man weiß ja, dass eben vor allem dann Shadowward Death, also nicht Shadowward Pain, sondern Shadowward Death, das ja letztendlich einfach als Finisher fungiert ab 20% Boss-HP oder beziehungsweise Mob-HP. Also von daher könnte das ein gutes Talent sein, was so das ja, Questen an sich anbelangt. Gucken wir weiter. Dann haben wir noch Fortress of the Mind. Mind Flay and Mind Blast deal 10% more damage and generate 20% more insanity. Das ist auf jeden Fall auch sehr stark, meiner Meinung nach, denn Mind Flay ist ja der Filler-Spell, sehr wahrscheinlich. Ich denke mal, das wird sich letztlich ähnlich spielen. Und Mind Blast baut man halt immer ein, wenn halt gerade der Cooldown frei ist. Und Insanity ist, wie man jetzt sehen kann, und das ist jetzt der große Unterschied eben zwischen PTR, also PTR bzw. Legion Beta und in der Legion in der Release-Version und der aktuellen Version in World of Draenor. Dann gibt es, wie gesagt, eine neue Ressource und die heißt Insanity. Und diese Insanity baut man in dem Sinne durch Skills auf, um sie dann halt, ja, wenn man das, ich habe das so ein bisschen verstanden, als wäre das so ähnlich wie ja, ein Arcane Mage. Also man baut halt auf, um dann halt in einer gewissen Zeit, kurzen Zeit, sehr viel Schaden zu machen. Ob es sich letztlich wirklich so anfühlt, ist was anderes. Aber ich denke mal, in die Richtung könnte es auf jeden Fall gehen. Gut, von daher ist das Talent bestimmt nicht so schlecht. Es ist halt die Frage, inwieweit Insanity halt wirklich notwendig wird zum Leveln oder ob die Mobs halt so schnell sterben, dass man eh genug Insanity bekommt. Naja, und dann haben wir noch Shadowed Void. Blast the target's mind for blubber Shadow Damage. Okay, das heißt, das ist ein 1,29 Sekunden Cast, hat einen 30 Sekunden Recharge. Und ja, könnte man halt mit reinnehmen und generiert in dem Sinne 25 Insanity. Das heißt, hier ist nichts zusätzlich für Insanity, hier ist das ja, Mind Flay und Mind Blast, was eigentlich somit die wichtigsten Spells neben den Dots sind. Die generieren mehr Insanity. Ich weiß gar nicht, wie Insanity hinter dem Deutschen heißen wird. Wahrscheinlich.